Wie ist es dir beim Vokabelnlernen ergangen? Bei mir war es so, ich habe immer irgendeine Eselsbrücke gebraucht, irgendeine lustige Geschichte, die zu dem Wort passt, und dann habe ich es mir gemerkt. Ich möchte heute da so ein Experiment mit dir wagen und ich glaube, du wirst dir ein hebräisches Wort für immer merken. Welches Bild, welcher Gedanke kommt dir, wenn du das Wort Nasa hörst? Ich hoffe, du hast jetzt gedacht, möglicherweise an eine amerikanische Institution, die eine Rakete hochhebt und in den Himmel befördert. Denn genau das ist eigentlich die Übersetzung für dieses hebräische Wort. Es bedeutet, schwere Lasten hochheben, aufnehmen, tragen und wegbefördern. Und das finde ich auch interessant, es bedeutet auch vergeben. Was hat jetzt eine Rakete mit dem Thema Vergebung zu tun? Ich möchte es anhand einer biblischen Geschichte im Alten Testament illustrieren. Da ist Josef vom Papa etwas verwöhnt, da sind seine 11 Brüder und sie hassen ihn dafür. Und es kommt eines Tages, er ist gerade um die 17 Jahre, zu einer sehr unguten Situation. Sie sind mit den Herden weit weg, er soll dort nach, soll ihnen Proviant bringen. Und die Situation eskaliert. Der Hass kommt hoch, sie wollen ihn umbringen. Und am Ende des Tages landet Josef in einer Sklavenkarawane, die da am Horizont vorbeizieht. Und die Brüder winken ihm noch nach und sagen, auf nimmer Wiedersehen. Und Josef landet in einem fernen Land, heidnisch. Und er weiß, die besten Jahre seines Lebens sind jetzt wahrscheinlich gezählt. Es gibt kein schnelles Happy End. Er tut sein Bestes, wird an einen fremden Herrn, an einen vornehmen Ägypter verkauft, gibt dort sein Bestes, landet aufgrund einer falschen Anschuldigung trotzdem im Kerker. Auch dort gibt er sein Bestes. Es dauert 13 lange Jahre, bis Gott die ganzen Dinge wendet. Der Pharao hat einen Traum. Mit der Hilfe Gottes kann Josef diesen Traum deuten. Und das bedeutet, dass das Volk der Ägypter bereit ist, sich auf eine Hungersnot einzustellen. Sie haben genug Getreide und von allen Herrenländern kommen die Menschen, um Getreide zu kaufen. Und eines Tages sieht er diese Gesichter, die er zuletzt vor über 10 Jahren gesehen hat. Da waren es Gesichter, die ihn verspottet haben, die ihn gehasst haben, die ihm den Tod gewünscht haben. Und plötzlich knien sie da vor ihm und sagen, wir wollen Getreide. Und er weiß, jetzt ist die Gelegenheit, Gerechtigkeit oder sagt man Rache zu üben. Es kommt zu einigen Gesprächen und in Genesis 50, Vers 17, wagen sie es tatsächlich so einzufordern und sie sagen, bitte vergib uns doch die Schuld. Und da ist wieder dieses Tragen, Hochheben, Wegschießen. Warte mal, das muss man sich durchdenken. Die Brüder sagen, weil wir dein Leben zerstört haben, haben wir Schuld auf uns geladen. Kannst du bitte diese Schuld hochheben? Will er das wirklich? Würdest du das wollen? Ich weiß, in meiner Jugendzeit, ich habe das ein oder andere erlebt, wurde in meiner Klasse gemobbt, beim Fenster rausgeschmissen, in den Kasten eingesperrt. Und immer wenn ich an den Anführer gedacht habe, ist so dieses Gefühl gekommen nach Rache. Und ich habe mir Dinge vorgestellt, wenn die dem passieren würden, ich hätte nichts dagegen gehabt. Welche dieser Gedanken hat vielleicht Josef jetzt gehabt? Jetzt alles heimzahlen, für Gerechtigkeit sorgen. Aber er sagt was sehr Interessantes. Zuerst weint er, weil er von dieser Situation so hergenommen wird. Und dann sagt er in Vers 20, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es wohl zu machen. Und er hat damit klar ausgedrückt, meine Gefühle, meine Verletzung zählt jetzt gerade nicht. Ich weiß, Gott will Vergebung für uns alle. Wir sind in einer Welt, da reden wir viel vom negativen Klimawandel, viel Feinstaub, der da eigentlich nicht hergehört. Und so ist auch diese Welt von viel Feinstaub, von Sünde verschmutzt. Aber da, wo ich bereit bin, die Last den anderen abzunehmen und in den Tiefen des Weltalls zu versenken, da können wir aufstehen und aufatmen. Gibt es jemand, der in deinem Leben darauf wartet, dass du ihm aufhilfst?